Wirklich. Weil ich gerade 450.000 DMs gleichzeitig bekomme, dass ich jetzt bitte zeigen soll, was drin war. Jemand hat sich einen Spaß erlaubt. Und, warte. Graffiti. Sagt man das? Cool. Ich bin da und schon geht's so los. Wunderschönen guten Morgen, Leute. Ich habe etwas sehr, 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 sehr Geiles für euch. Ihr seht es schon. Eine sehr krasse Aktion. Und zwar 2.000 Euro Bargeld. Und drei iPhone 16. Und alles, was ihr dafür tun müsst, ist es einfach nur dem Thomas und dem Nico zu folgen. Und das Ganze geht auch noch sehr, sehr schnell. Also bleibt unbedingt dran. Und das Beste an der Nummer ist, dass zwei Leute schon ausgesucht werden, innerhalb von 24 Stunden, die ein iPhone 16 bekommen werden. Die werde ich dann am Sonntag in meiner Story erwähnen. Und dann wird es nochmal 2.000 Euro geben. Jeweils 1.000 Euro und nochmal ein iPhone 16. Also bleibt unbedingt dran und einfach nur dem Thomas und dem Nico folgen und schon seid ihr dabei. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg, ganz viel Glück und dann sehen wir uns am Sonntag wieder. Wie es hier schon wieder aussieht. Wie lange sind wir hier? 20 Sekunden. Ein riesen Gummibärchen. Und hier ein Gummibärchenburger. Riesen Gummibärchenburger. Und die sind hier so krass süß. Ja klar, passen die? Sag. Guck mal. Ja, sieht gut aus. Wir müssen uns jetzt richtig krass doll beeilen. Wir sind zwar gerade erst angekommen, aber wir sind mit Tante Bianca und Louis und Flo auf einer Monster Truck Show verabredet. Und werden uns jetzt mal angucken, wie. Oh, wir ziehen eine richtige Jacke dazu an, okay, Schatz? Die ist zu eng. Die Jeansjacke. Wir sind nicht in Las Vegas. Wir sind ja keine 40 Grad, nicht wahr? Und, ja. Seid ihr fertig? Ja. Cool. Los, los geht's. Ja, ich bin sehr gespannt. Dankeschön. Dieser Truck hier. Mit natürlich, wollte Ihnen die eine oder andere Werbung für den Laufen der Show gefallen? Das ist ja. Jahrelanges Hartes-Training. Jahrelange Arbeit. Ich bin total übermüdet. Komplett. Ich brauche Schlaf. Ich weiß nicht, wann ich schlafen soll. Ich weiß nicht, wie viel Uhr wir haben. Ich sollte ganz dringend ins Bett. Ich stehe schon wieder hier. Im Anfängerzimmer und hab vergessen, was ich holen wollte. Ich wollte irgendwas holen. Scheiße. Bianca! Was wollte ich holen? Computer. Alles klar. Mein Gott, ich bin noch nicht mal im richtigen Zimmer. Ich glaub's nicht. Wirklich, es ist für mich, ich blende euch jetzt, wie viel Uhr haben wir in L.A.? Oder in Las Vegas gerade? Es ist ja 9 Stunden zeitversetzt bei mir. Ich hab schon wieder vergessen, was ich holen wollte. PC, ja. Also ich glaube, bei vielen Leuten, ich weiß nicht, wie es bei dir vor deinem Burnout war, aber viele Leute müssen, glaube ich, sowas erleben, um überhaupt anzufangen, sich Gedanken über sich selbst zu machen. Also es ist, das hast du anfangs gesagt, Peter, das ist nicht eine Sache von, wie gehe ich, also was macht das mit mir, ja, sondern wie gehe ich damit um? Ja. Und zum Beispiel, das Leid der Bäume hat dich am Ende zu deinem Glück geführt.